Das Gezwitschere der Vögel ist überall zu hören und sie sind natürlich auch überall zu sehen. Die Nachwuchsforscher, die sich im Stadtwaldhaus in Frankfurt getroffen hatten, wollten es allerdings ganz genau wissen. Doch nicht nur an den Vögelstimmen ist erkennbar, dass der Frühling nun endgültig da ist. Die Temperaturen klettern, der Wald wird immer grüner und die Insekten freuen sich über die ersten geöffneten Blüten. Die Neugier der Kinder bei der Führung Frühlingserwachen musste allerdings nicht extra geweckt werden. Also da ist eine natürliche Naturbegeisterung vorhanden, die hin und wieder ein bisschen überdeckt wird durch anerzogene Ekel- oder Furchtgefühle. Das ist so ein bisschen ein Anliegen des Stadtwaldhauses, dass man diese Ängste auch ein bisschen wegbekommt. Und nach einer Viertelstunde fassen Kinder Tiere an, nehmen Tiere auf die Hand, vor denen sie vorher geflohen wären. Das Stadtwaldhaus hatte zur ersten Veranstaltung des diesjährigen Programmes Entdecken, Forschen, Lernen im Frankfurter Grüngürtel eingeladen. Und es gab für die jungen Nachwuchsforscher einiges zu entdecken. Selbst die Umweltdezernentin der Stadt, Manuela Rottmann, war dabei und ist sich sicher, dass solche Veranstaltungen für Kinder wichtig sind. Weil man natürlich in der Natur Dinge erleben kann, die in der Stadt schwierig sind. Sachen anfassen, also mit allen Sinnen erleben. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil wir hier Orte haben, die kostenlos zugänglich sind für Familien. Also man muss nicht aufs Geld achten, wenn man so einen Ausflug in die Natur macht. Es trägt zur Heimatbildung bei. Das sind die Orte, die man in der Kindheit erlebt hat. Das ist die Heimat. Und es ermöglicht eine Form von Freiheit, sich frei bewegen, ausprobieren, die Stadtkindern oft fehlt. Nachdem Schmetterlinge und Regenwürmer erforscht und besprochen waren, folgte das nächste Highlight, die Wildschweine. Kyler, Paul und Rudi und die beiden Bachen, Mini und Daisy. Sie alle wurden von den Kleinen mit Brötchen und Kartoffeln gefüttert. Natürlich auch die 15 Frischlinge, die erst im Februar geboren wurden. Die Kinder waren begeistert, die Umweltdezernentin auch, jedoch nicht nur von diesem Termin. Zum Beispiel so ein Thema wie die Krabbeltiere, das ist wunderbar. Also die Kinder ekeln sich schon am Anfang, aber dann sind sie ganz aufgeregt und nähern sich dem eigentlich sehr unbefangen und nehmen sehr, sehr viel mit von so einem Tag. Die nächsten Informationen im Stadtwaldhaus gab es zum Thema Insekten. Egal ob Bienen oder Wespen, Angst braucht der Mensch von keinem der beiden haben. Nur wenn die Tiere bedroht werden, stechen sie. So gab es die Bienen einmal aus nächster Nähe zu betrachten, was nicht für jeden etwas war. Doch wie grün ist eine Stadt, die als Manhattan bekannt ist und den drittgrößten Flughafen Europas im Stadtgebiet hat? Es gibt eine Zahl, 80% der Frankfurterinnen und Frankfurter haben weniger als 300 Meter zum Grüngürtel oder zu einem Park, der mindestens einen Hektar Größe hat. Das werden Sie in vergleichbaren Metropolen in Europa kaum finden. Wir sind, angefangen von den Wallanlagen, vom grünen Mainufer, eine sehr durchgrünte Innenstadt schon. Wir wollen noch grüner werden in der Innenstadt. Aber wir haben auch den großen Schatz des Grüngürtels, die Entscheidung, diesen Teil nicht zu bebauen, als offene Landschaft zu erhalten, war eine sehr kluge Entscheidung, von der wir sehr profitieren. Zum Schluss ging es noch an den Teich und es gab Nachhilfeunterricht zum Thema Kröten. Bevor es dann auch noch kurz zu den Waschbären ging. Die Führung im Stadtwaldhaus war für die Kleinen und Großen ein Erlebnis. Übrigens, das Stadtwaldhaus hat bis auf freitags täglich geöffnet. Und der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen unter www.stadtwaldhaus-frankfurt.de.